Jahre ist unsere Schule, die Hans-Stur-Volksschule, die ihr alle mit uns gemeinsam besucht. Ich freue mich, dass so viele Ehrengäste und Festgäste gekommen sind und darf sie jetzt nun ganz offiziell begrüßen. Ich begrüße unseren Herrn Pfarrer Josef Denkmeier. In Vertretung der Landeshauptfrau Magistra Johanna Mickel-Leitner, Landesrat Magister Karl Wilfing. Herzlich willkommen. Für die Schule den Präsidenten des Niederösterreichischen Landesschulrates Magister Johann Heuras. Danke für den Besuch. Die Bildungsmanagerin, Pflichtschulinspektorin, Oberschulrätin Sabine Karl-Moldern. Herzlich willkommen, Pflichtschulinspektorin, Oberschulrätin Monika Dornhofer. Danke, dass du da bist, der ehemalige Bezirksschulinspektor vom Bezirk Mödling, Regierungsrat Josef Tutschek. Für die Gemeinde unseren Herrn Bürgermeister Herbert Janschka. Stellvertretend für die vielen Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die ich heute schon gesehen habe, danke, dass Sie da sind, Vizebürgermeisterin Dr. Elisabeth Gleisner. Ich begrüße den Altbürgermeister Heinz Hofbauer. Schön, dass meine Vorgängerinnen im Amt der Schulleitung hier da sind, Oberschulrätin Margarete Stur. Und Oberschulrat Harald Müller. Ich begrüße alle Direktorinnen, Kolleginnen, die hier an unserer Schule gewirkt haben, Direktorinnen hier im Bezirk. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Herzlich willkommen den Leiterinnen der Kindergärten Silvia Schneider und Christiane Schröder. Schön, dass du da bist für den Hort Andrea Machacek. Als Vertretung der Blaulichtorganisationen Abteilungsinspektor Stefan Gruber in Vertretung von Chefinspektor Haslinger. Einer, der fleißig mitgewirkt hat bei der Gestaltung unseres Schulgartens und unseres Schulumbaus, Diplomingenieur Manfred Schneider. Und besonders herzlich begrüße ich all jene, die ich vorher vergessen habe. Auch ich bin ein bisschen aufgeregt heute. Herzlich willkommen. Die Kinder vom Kinderparlament, etwas ganz Besonderes an unserer Schule, wir lernen demokratisches Verhalten, die haben sich überlegt, sie möchten auch gerne etwas erzählen, und zwar ein bisschen etwas von ihrer Schule. Mir gefällt die Schule, weil ich dort meine Freunde treffe. Unsere Schule ist toll, weil wir viele spannende Sachen lernen. Unsere Schule ist toll, weil wir mit unseren Lehrerinnen in der Klasse und im Garten viel Spaß haben. Mir gefällt die Schule, weil wir viel lernen, oft singen, viele Freunde haben und unsere Lehrerin lieb ist.
Unsere Schule ist toll, weil wir einen großen Turnsaal und zwei Werkräume haben. Unser Garten ist sehr groß. Unsere Schule ist toll, weil wir einen großen Garten mit einem Fußballplatz, einem Klettergerüst und Basketballkörben haben. Unsere Schule ist toll, weil wir ein eigenes Schullied mit Tanz haben, unseren Faschingsdienstag frei durch die Klassen bewegen dürfen und es jedes Jahr am Schulschluss eine Sport- oder Kreativwoche gibt. Mir gefällt die Schule, weil sie für alle Kinder ist, weil ich hier viele Freunde habe. Unsere Schule ist toll, weil unsere Lehrerinnen so tolle Stunden mit uns machen und wir gerne viele neue Dinge lernen. Unsere Schule ist toll, weil wir eine Vielfalt an Spielgeräten im Turnen und im Garten haben. Mir gefällt die Schule, weil die Klassen viel zusammen machen. In unserer Schule ist toll, weil alle freundlich miteinander umgehen und ich viele Freunde finde. Mir gefällt die Schule, weil wir nächstes Schuljahr die Bläserklasse werden. Unsere Schule ist toll, weil wir ins Ganztagesklasse nicht nur lernen, sondern auch im Freizeitbereich viele tolle Spielmöglichkeiten haben. Mir gefällt die Schule, weil wir die Möglichkeit haben, ein Blasinstrument zu erlernen und gemeinsam als Klasse ein Orchester bilden. Unsere Schule ist toll, weil wir hier ein tolles Team sind, Freunde, Lehrerinnen, Frau Direktor und Hunde. Mir gefällt die Schule, weil ich mich hier wohlfühle und gerne lerne, singe, surne und am Computer arbeite. Mir gefällt die Schule, weil wir immer so coole Ausflüge machen und dabei viel erleben. Unsere Schule ist toll, weil wir in Werken coole Sachen machen. Mir gefällt die Schule, weil wir dort gute Freunde haben. Die Kinder des Kinderparlaments. Ich darf nun unseren Herrn Bürgermeister um seine Grußworte bitten. Ja, schönen guten Nachmittag, lieber Landesrat, Herr Pfarrer, Herr Präsident, liebe Ehren- und Festgäste, liebe Eltern, liebe Großeltern, vor allem liebe Kinder. 50 Jahre. Ich habe mir gedacht, wenn ich euch frage, wie lang ist 50 Jahre? Es ist schon lang, oder? Es ist urlang. Wenn ich jemand Halbwüchsigen, da seid ihr noch nicht in der Pubertät, frage, wie lang ist 50 Jahre, kriege ich wahrscheinlich keine Antwort, oder wenn, dann eine blöde. Aber das ist die Generation, da seid ihr noch nicht. Die trauen keinem, der über 30 Jahre alt ist. Da seid ihr noch nicht so weit. Und wenn ihr mich fragt, ich bin schon über 50 Jahre alt, stellt euch das vor. Und wisst ihr, wie schnell 50 Jahre vergehen? Ihr habt keine Ahnung. Bitte genießt jeden Tag und wer es mir wirklich gefällt, und Sie können jeden Volksschüler fragen, wie ihm die Schule gefällt, jeder wird sagen, toll, mir gefällt es gut in der Schule, und fragen Sie einen 18-, 19-Jährigen, wie es ihm in der Schule gefällt. Da müssen wir arbeiten, Herr Landesrat. Wir müssen diesen Drive der Volksschule müssen wir in die Hauptschule, ins Gymnasium, den müssen wir einfach weiterbringen, damit wir dann auch Jugendliche haben, die unheimlich gerne lernen. Wenn man vor der Volksschule in Wiener-Neudorf steht als Bürgermeister, und da rede ich sicher für alle Gemeindevertreter, dann ist man riesig stolz auf dieses Gebäude. Schaut einmal von außen gut aus, meiner Meinung, und was sich da drinnen abspielt, diese Vielfalt, und wir haben diese Regenbogen heute gesehen, und jedes dieser Farben steht für irgendetwas, was in der Schule passiert, für Integration, für Inklusion, für Vielfalt, für Sport, für das ABC-Orchester. Da wird so viel in dieser Schule gemacht und da geht einem wirklich das Herz auf und da ist man wirklich richtig, richtig stolz. Und da, liebe Marion, danke dir und deinem Team für dieses Engagement, das dort passiert. Danke allen.
Ja, und danke allen bisherigen Direktoren, Direktorinnen und ihren Teams, die die letzten 50 Jahre diese Schule ganz toll begleitet haben. Ich habe es ungefähr ausgerechnet, 3500 Kinder waren in den letzten 50 Jahren in der Volksschule. Die Lehrer habe ich nicht ganz zusammengebracht, da müssen wir noch schauen, wie viel das waren. Ja, ich wünsche uns heute einen schönen Nachmittag. Ich möchte Sie noch hinweisen auf den zweiten Highlight, den wir im Rahmen dieser Volksschulfeierlichkeiten an diesem Wochenende haben. Am Sonntag haben wir um 11 Uhr eine Matinee mit Österreichs bekanntester Kinderpsychologin Dr. Martina Leibowitsche-Mühlberger, die, wenn Sie Fragen zur Erziehung haben, was kann man richtig, was kann man falsch machen, dann kommen Sie am Sonntag um 11 Uhr ins Megazi-Haus. Für Kinderbetreuung ist gesorgt, danke den Pfadfindern, dass sie das tun. Ja, und jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Nachmittag und ich möchte mich bei vielen bedanken, aber vor allem bei euch Kindern, denn ihr habt es mir nämlich, ihr auch, einen Wunsch erfüllt, und zwar die Frau Direktor und ich haben dieses Fest vor einem Jahr begonnen zu planen. Und unser großer Wunsch, unser großes Ziel war, dass die Kinder heute auch ein Theaterstück für uns aufführen. Und wir freuen uns natürlich auch, Carlo, auf deine Rede. Aber der ultimative Höhepunkt, entschuldige, wird heute nicht deine Rede sein, sondern es wird ein Theaterstück sein, das die Kinder für uns, mit uns, für uns aufführen. Und da danke ich auch dem Charlie Raab, dem Autor dieses Stücks, der mit den Kindern das in den letzten Monaten einstudiert hat. Schön, dass Sie da sind, dass Sie dieses Fest mit uns feiern. Alles Gute, liebe Volksschule, zum 50. Geburtstag. Bevor ich nun die Streicherklasse bitte um ihren Lied, habe ich noch einen Gast zu begrüßen, den ich vorher, Entschuldigung, übersehen habe. Ich begrüße Altbürgermeister Ingenieur Christian Wörleitner. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, die Streicherklasse aus der Hans-Sturm-Volksschule. Oh.
Wir haben nun eine kleine Programmänderung. Ich darf den amtsführenden Präsidenten des Landesschulrats für Niederösterreich, Magister Johann Heuras, um seine Grußworte bitten. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Ehren- und Festgäste, liebe Eltern, Großeltern, Angehörige, Freunde dieser Einrichtung, liebe Frau Direktorin, Ehren- und Festgäste, Herr Pfarrer, Herr Landesrat, Vertreter der Schulaufsicht, liebe Geburtstagsgäste, liebes Lehrerteam dieser Schule, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Fest. Und geschätzte Damen und Herren, wenn ich so in die Reihen blicke und in diesen ausverkauften Saal schaue, dann danke ich Ihnen von ganzem Herzen für diese Demonstration. Für diese Demonstration für diese Schule und dafür, dass Sie damit zum Ausdruck bringen, wie sehr Sie hinter dieser Bildungseinrichtung, hinter dieser Schule stehen. Geschätzte Damen und Herren, das tut gut. Das tut deswegen gut, weil die letzten Jahre, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wir ein bisschen damit konfrontiert sind, dass mit Schule und Bildung hin und wieder ein bisschen wenig mit Wertschätzung umgegangen wird. Dabei ist Schule und Bildung genau das, was in Wahrheit das Wichtigste bedeutet für die Zukunft unseres Landes und für diese Kinder. Der wertvollste Rohstoff, den wir haben, das sind nun einmal unsere Kinder und wir tun gut daran, diesen Rohstoff bestmöglich zu veredeln. Das geschieht zu Hause in der Familie, aber auch in unseren Schulen und Bildungseinrichtungen. Daher brauchen wir positive Unterstützung, daher brauchen wir Wertschätzung, daher brauchen wir einen entsprechenden Stellenwert, um das bestmöglich zu organisieren und nicht Verunsicherung durch unentwegte Diskussionen über Reformvorschläge und vieles andere mehr. Wir brauchen nicht Verunsicherung, sondern Sicherheit. Und ich erlebe hier diese Sicherheit und diese Unterstützung für Schule, vor allem für diese Volksschule. Jetzt kann man fragen, woher kommt denn diese Akzeptanz? Ich sage Ihnen in aller Kürze drei Punkte. Zum einen glaube ich, dass die Kinder zwischen 6 und 10 irrsinnig viel in ihrer Persönlichkeit erlernen, wenn sie begleitet werden. Hier ist der Fortschritt erkennbar, spürbar, messbar, lesen, schreiben, rechnen. Ein zweites, hier wird Beziehung gelebt. Die Kinder fühlen sich sichtlich wohl, wenn ich ihnen beim Singen zuschaue. Da geht es um Beziehung, liegt vielleicht auch am Klassenlehrersystem. Beziehung wird gelebt und ist Teil des Geistes der Schule und der Schulkultur. Und drittes, ich sage Ihnen mit großer Überzeugung, wir sind hier in einer Schule, die jetzt den 50. Geburtstag feiert, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Wahrheit jede gute, innovative Entwicklung mitgegangen ist, wo gute pädagogische Ansätze umgesetzt wurden, wo alles versucht wurde, um Kinder bestmöglich zu begleiten. Ob in der Integration, im sozialen Gefüge oder ob bei der Nachmittagsbetreuung, bei der Ganztagsschule. Hier ist man pädagogische, innovative Wege gegangen. Mit großer Begeisterung und mit großer Fürsorge. Und hat versucht, jedes Kind individuell bestmöglich zu begleiten. Quasi wie ein Gärtner mit seinen Blumen umgeht. Da braucht der eine ein Ranggitter, der andere mehr Sonne, mehr Wasser, mehr Dünger. Eine Mauer zum Anlehnen. Und genau dieses pädagogische Konzept nach neuen Erkenntnissen wird hier in dieser Schule gelebt und ist seit Jahren umgesetzt. Und daher gratuliere ich zum 50. Geburtstag von ganzem Herzen und bitte Sie, diesem Team, das letztendlich hinter Ihren Kindern steht, auch entsprechend zur Unterstützung zu unterstützen. Und dieses pädagogische Einfühlungsvermögen, diesen Einsatz, diese Wertschätzung und dieses Engagement
mit Ihrem Applaus zu bedanken. Ich bitte Sie darum. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz aufrichtig beim Lehrerteam, bedanke mich bei der Frau Direktor für die umsichtige Führung und darf symbolisch als Zeichen der Wertschätzung, aber auch mit den besten Wünschen für die Zukunft ganz einfach diesen sehr pflegeleichten, ist mir gesagt worden, der ist sehr pflegeleicht, auch namens der beiden hier Sitzenden, der Regionalmanagerin, der Pflichtschulinspektorin, in Vertretung überreichen an die Schulleiterin. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und bedanke mich für die letzten Jahre der umsichtigen Führung. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen herzlichen Dank für die wertschätzenden Worte. Das tut Schule gut. Ich darf nun die Bläserklasse bitten um ihre Darbietung.
Ich darf nun in Vertretung von Landeshauptfrau Magistra Johanna Mikl-Leitner unseren Herrn Landesrat Magister Karl Wilfing um seine Grußworte bitten. Geschätzte Kinder, liebe Schülerinnen und Schüler, Frau Direktor und mit dir dein gesamtes Lehrerinnen- und Lehrerteam, liebe Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, Fans der großartigen Künstlerinnen und Künstler, die wir gerade erlebt haben, hochwürdiger Herr Pfarrer, Herr Präsident, Herr Bürgermeister, meine geschätzten Damen und Herren, wenn zu einem Geburtstagsfest so viele Leute kommen, dann zeigt man, dass man das Geburtstagskind schätzt, anerkennt, dass es einem wichtig ist. Und eine größere Anerkennung, Wertschätzung und Freude könnten wir der Volksschule wie den Neudorf gar nicht geben, als in diesem größten Saal des Bezirkes Mödling, und er ist bummvoll, gemeinsam ein Geburtstagsfest zu feiern, und dass diese Anerkennung, dieses Lob, dieser Dank, wenn wir wirklich jeder und jedem, der Anteil an dieser Schule nimmt, der einen Beitrag dazu leistet, dass wir diesen gerne weitergeben und heute dafür auch belohnt werden, zeigt dieser großartige Nachmittag. Wir haben Inki, den kleinen Oktopus, noch gar nicht erlebt und sind jetzt schon beeindruckt davon, was es an kreativen Beiträgen, an musikalischen Beiträgen, an wirklicher Freude, die hier jedes Kind zeigt, gibt, weil damit all das, was wir mit Schule verbinden, bestmöglich gezeigt wird. Wir wissen, dass Volksschule primär Lesen, Schreiben, Rechnen vermitteln muss. Wir wissen aber gleichzeitig, dass heute in einer Zeit, die oft den Eindruck vermittelt, aus den Fugen zu geraten, Faktenvermittlung alleine wahrscheinlich zu wenig ist, wie auch Werte, Persönlichkeitsbildung, Sinnbildung in dieser Schule brauchen und daher eine breite Ebene, dass wir all die Talente, Begabungen, Kompetenzen, all das Wissen, das die Kinder mitbringen, entdeckt, gefördert und gefordert wird. Neigungen fördern, Eignungen fordern, muss immer ein Prinzip jeder guten Schule sein, und man merkt hier, dass genau nach diesem Prinzip gearbeitet wird. Und diese Volksschule in Neudorf, ich darf dazu herzlichst gratulieren, gerade auch im Namen unserer neuen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die genau einen Monat jetzt im Amt ist. Es war genau vor einem Monat, wo sie gewählt wurde. Auch aus dem Grund, weil ihr nicht nur all diese Aufgaben, die viele Volksschulen Gott sei Dank beispielhaft und vorbildlich schaffen, sondern ihr seid in vielem auch noch wirkliche Trendsetter. Wenn es hier ein Kinderparlament gibt, wenn es hier eine wirkliche Inklusionsschule gibt und ihr es damit schafft, dass jede und jeder sich beteiligen kann, jede und jeder gefördert wird, bei jeder und jedem Leistung anerkannt wird und gleichzeitig jede und jedem die Unterstützung gewährt wird, die er sie braucht, um eben all die Chancen, die wir heute in der Gesellschaft vorfinden können, auch nützen zu können. Und dafür herzlichste Gratulation dir, geschätzte Frau Direktorin, deinen Lehrerinnen und Lehrern, denn das kann nur dann gelingen, wenn man mit Leidenschaft, mit Freude, mit Begeisterung, mit Temperament an dieser und für diese Schule arbeitet. Und jede Schule ist eine Zukunftswerkstätte der Bildung für den Einzelnen und damit für das Land. Und es ist unsere Aufgabe, Sorge dafür zu tragen, und daher danke ich auch der Schulaufsicht und allen Lehrerinnen und Lehrern unseres Landes, dass diese Bildung, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung bei uns zu Hause stattfindet, an den vielen Schulen, so wie hier in Wenne-Neudorf. Daher herzlichste Gratulation, und eines lassen Sie mich noch hier anbringen. Am Dienstag hat ein Wenne-Neudorf eine große Landesehrung erhalten, weil er weit über das Maß an Mitbeteiligung und Arbeit hinaus vieles Großartiges gefilmt hat. Ich darf hier an dieser Stelle noch einmal Josef Binder, der gerade wieder hinter der Kamera steht, herzlich zum Landesehrenzeichen gratulieren. Applaus
Weil er Garant dafür ist, liebe Kinder, weil er Garant dafür ist, dass ihr dann beim 100. Geburtstag sehen könnt, wie ihr heute hier gesungen, gespielt, getanzt und Theater gespielt habt. Alles Gute, ad multos annos. So, liebe Kinder. Jetzt bitte ich euch aufzustehen und euch zum Publikum zu drehen. Bitte. Die Verlehrerinnen sind auf ihren Plätzen. Seht ihr die Manu und die Nathalie? Ihr könnt auch ein bisschen weiter vorkommen, es sind sehr. Geht so. Gut. Dann Musik ab, bitte. Etwas verpasst, ja, meine Kolleginnen, die hinten auf den Sitzen gestanden sind und mitgeschickt haben. Also das war wirklich super toll. Ich darf Sie nun bitten, sich von Ihren Plätzen zu erheben, denn so wie alle offiziellen Veranstaltungen schließen auch wir den Festtag mit der niederösterreichischen Landeshymne und als Schummelzettel haben Sie es auf der Rückseite vom Programm. Vielen Dank an die Kolleginnen aus der Musikschule.
für eure Untermalung. Dankeschön.